Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Sachen Staubmanagement. Mein Name ist Georg, ich bin hier zuständiger Trainer für Stein- und Betonbearbeitung und dazu brauchen wir natürlich einen erstklassigen Sauger, der natürlich allen Regularien entspricht und dafür habe ich mir Hilfe geholt in Form von Philipp. Hallo, willkommen meiner Seite auch. Ich bin Product Manager hier beim Bosch und heute werden wir auf den neuen Mitglied unserer Familie, der H-Klasse-Sauger, fokussieren. Genau gesagt die GAS 35H AFC. Fangen wir an mit, wann und warum müssen wir eine H-Klasse-Sauger benutzen? Ja, und da gibt es ganz spezielle Spezifika zu beachten bei dem Filterelement. Genau. Später demonstrieren wir, wie wir einen Entsorgungssack ansetzen und auch entnimmt. Und das gleiche mit den Filterbeuteln. Und ganz zum Schluss bringen wir dann noch den Überblick über die gesamten Zubehöre, die für natürlich unsere gesamte Saugerfamilie verwendbar sind und kompatibel sind. Genau. Legen wir los, würde ich sagen. Prima. Georg, warum brauchen wir eine H-Klasse-Sauger? Wie ihr vielleicht schon aus dem vorangegangenen Staubmanagement-Video gesehen und gelernt habt, wird EU-weit die Stäube in L-, M- und H-Klassen eingeteilt. Genau. Sobald du mit krebserregenden Stäube arbeitest, mit Ausnahme mit Asbest, und Stäube, die Keimen oder Bakterien enthalten, musst du eine H-Klasse-Sauger benutzen. Ich sage immer, wenn du renovierst und du weißt nicht, ob Schimmelsporen da gibt, oder wenn du mit Mineralfaser arbeitest, bitte nimm eine H-Klasse-Sauger. Ja, dabei ist aber ganz wichtig zu beachten, die H-Klasse wird noch unterstützt von nationalen Richtlinien. Die müssen unter allen Umständen ebenfalls beachtet werden. Ganz wichtig. Der Sauger hier ist eine H-Klasse-Sauger, ist keine Asbestsauger. Dafür gibt es spezialisierte Firmen. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal das Filterelement im Detail an. Ja. Ein paar Wörter über das Filter. Dieses Filter hat eine erhebliche Höhe Filtrationsgrad. Wir reden vom 99,95% Filtrationsgrad. Das ist schon eine Nummer. Ein anderes Merkmal, dieser Filter ist mit PTFE beschichtet. PTFE ist eine Beschichtung, wie man kennt, aus den Bratpfannen. Und der schöne Effekt ist, dass der Staub kann sehr einfach abgleiten von dieser Beschichtung, von dieser Oberfläche hier. Und ein anderes Merkmal ist diese Gummierung auf beiden Seiten vom Filter. Und das ist zu verhindern, dass man den Filter biegt. Weil, wie du weißt, eine Filter biegen ist nie eine gute Idee. Das ist so eine typische Fehlanwendung, die draußen im Feld einfach zu beobachten ist, wenn hier eine Filterwechsel, eine Filterreinigung erfolgt. Und dem haben wir mit dieser Gummierung und Verstärkung einfach vorgebeugt. Genau. Und ein letzter Punkt. Wichtig ist, nicht zu denken, dass man eine H-Klasse-Filter in eine M-Klasse-Sauger platzieren kann und hoffen, wir haben einen H-Klasse-Sauger. Das funktioniert nicht. H-Klasse-Filter für H-Klasse-Sauger. Um den Filter zu ersetzen, brauchen wir ein paar Dinge zu beachten. Erstmal, wie ihr seht, brauchen wir Schutzkleidung. Das heißt, erstmal eine Minimum FFP2-Maske und auch eine Vollschutz-Einwegkleidung. Georg, du siehst sehr schön aus, muss ich sagen. Und dann, was ganz wichtig ist, es gibt zwei Schrauben zu lösen. Das können wir mit einer passenden Schraubendreher machen. Danke, Georg. Und einmal schon die Schraube gelöst, können wir die Klappe dann ganz einfach öffnen und den Rest ist beim anderen Sauger. Ganz normal. Jetzt können wir den Filter raus, neue Filter rein und wie beim anderen Sauger, Klappe zu und dann die zwei Schrauben wieder schließen. Keine Bemerkung meiner Seite, dieser Sauger ist noch nicht benutzt worden, deswegen darf ich hier so nah stehen an diesem Staub und Filter, weil es gibt noch keinen Haarstaub in den Sauger. Um einen Entsorgungssack anzusetzen, müssen wir ein paar Schritte folgen. Die sind die gleichen wie beim M-Klasse-Sauger. Erstmal müssen wir
das obere Teil abnehmen. Dann können wir den Sack rein. Genau, super. Also hier, man sieht, die drei wichtigen Schritte waren erstmal den Sack gut am Boden drücken und gegen die Innenwänden. Das war super, also super gemacht. Dann, man sieht auch, die Entlüftungsloch ist in den Behälter, ganz wichtig. Und dritter, dieser Metallstift ist durchgelöchert. Das ist super. Und so mit diesen drei Schritten sind wir gut. Jetzt kann ich wieder das obere Teil draufsetzen. Alles zu und so sind wir schon einsatzbereit. Um einen Entsorgungssack zu entfernen, gibt es ein paar Schritte zu folgen. Dieses Mal anders wie beim M-Klasse-Sauger. Erstmal, man braucht wieder Minimum FFP2-Maske und volle Schutzanzug. Und dann, auch was neu ist, wir müssen erstmal den Schlauch abnehmen und das Loch mit dem Stöpsel zumachen. Die nächste Schritte ist, das obere Teil abzunehmen. Und dann können wir ganz vorsichtig den Sack zusammenfalten. Genau. Und ganz wichtig ist jetzt, mit dem mitgelieferten Kabelbinder den Sack unterhalb beider Löcher zu verschließen. Und so machen wir regelkonform. Jetzt, Georg, um den Sicherheitsfilterbeutel anzusetzen, gibt es andere Schritte zu folgen. Aber erstmal ein paar Wörter. Was ist dieser Sicherheitsfilterbeutel? Also, das ist eine 2 in einem. Vor allem ist es eine Fließbeutel, wie ihr kennt von der M-Klasse. Das ist eine Fließbeutel innerhalb einer Entsorgungssack. Und dann gibt es ein paar Merkmale, um diese Sicherheitsfilterbeutel zu differenzieren von dem Entsorgungssack. Erstmal hier, den Entlüftungsloch hat schon vorbereitet eine Aufkleber, damit wir danach beim Entsorgung sofort und ganz einfach dieses Loch zukleben können. Dazu gibt es hier auch vorbereitet für den Beutel, die da hinten ist, diesen, wie nennst du das, Georg? Staubschleuse. Eine Staubschleuse, danke, damit auch beim Entsorgung die ganze Staub innen in den Fließbeutel bleibt. Das werden wir beim Entsorgung benutzen. Und gleich wie beim anderen Entsorgungssack, es gibt immer noch diese Kabelbinder, damit, wenn alles zu ist, können wir immer noch oben den Entsorgungssack gut verschließen. Zum Ansetzen ist nicht groß unterschiedlich wie bevor. Das heißt, super. Das heißt, wir haben genau die gleichen Schritte wie bevor gefolgt für den Entsorgungssack. Gut flach am Boden, Entlüftungsloch in den Behälter, der Metallstift ist sichtbar und dazu, man hat gesehen, dass der Fließbeutel schon bereit ist, in Einsatz zu kommen. Jetzt müssen wir nur das obere Teil drauf platzieren. Und jetzt ganz wichtig, weil wir innen einen Beutel haben, müssen wir unbedingt diese automatische Filterreinigung deaktivieren. Das heißt, sobald der Entsorger an ist, drücken wir auf den Knopf und so können wir arbeiten. Los geht's. Georg, lass uns sagen, du bist gerade fertig mit Arbeiten und jetzt willst du normkonform diesen Staub entnehmen. Was sind die Schritte zu folgen? Erstmal, wie immer, den Sauger stromlos machen, also Stecker raus. Dann ist es schon gezeigt, den Sauger auf Null stellen. Wichtiger Schritt, habe ich schon vergessen zu erwähnen, Schutz
Kleidung, Minimum FFP2-Maske und wieder mal einen Vollschutzanzug. Dann wichtig auch hier ist, den Schlauch abzunehmen und das Loch sofort mit dem Stöpsel zu machen. Dann können wir das obere Teil abnehmen und ab hier dann wirst du dieser Sicherheitsbeutel in drei Stellen schließen. Das erste Stelle. Das ist die Entlüftungsloch, wird auch verschließen, zugemacht. Und dann am Ende mit dem mitgelieferten Kabelbinder können wir den Sack richtig aufschließen. Wenn ihr all diese Schritte befolgt, dann denke ich mal, ist die Möglichkeit, mit gesundheitsgefährdenden Stäuben in Berührung zu kommen, denkbar gering. Und das muss das Ziel sein. Kommen wir zum Thema Zubehör. Was ist mitgeliefert? Metallrohre? Ergänzen möchte ich hier aber noch erwähnt haben, Philipp, dass man das Ganze natürlich exklusiv und toll verstauen kann in einer L-Box-Kombination mit einer entsprechenden Einlage. Das ist ein recht unbekanntes Zubehörteil, ja, im Sonderzubehör erhältlich. Und ja, jetzt reich mir mal die dreiteilige Metallrohre. Einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir eine Krümmer. Für die ergonomische Nutzung der Metallrohre. Fugendüse. Prima, wenn es eng hergeht, ganz wichtig. Genau. Eine Bodendüse mit Bürsten oder mit Gummilippen. Danke. Gummilippen deswegen. Die Düse kann man hier umbauen für Nasssaugen. Der Sauger ist dafür auch zugelassen. Und dann natürlich auch die Werkzeugmuffe. Genau, zur Adaption des Schlauches auf Click und Clean und mit einem Konus vorne. Die Dinger gehen recht oft verloren, legt euch also da gleich mal ein oder zwei mehr zu. So, das Ganze ist jetzt sauber verstaut. Ich heb das mal so hoch. Jo, passt also noch ein bisschen mehr rein. Genau, mitgeliefert hast du auch einen Entsorgungssack. Perfekt, danke. Und eine Sicherheitsfilterbeutel. Wunderbar. Ihr seht, passt alles, findet alles seinen Platz. Ich schließe das System und setze das ganz einfach wunderbar auf den Sauger und das Klicksystem von der L-Box. Das ist einfach ideal, um hier eine kompakte, saubere, ganze schöne Einheit zu machen. Jetzt hast du aber noch einen Filter. Ich kann auch den Filter, die ist logischerweise auch mitgeliefert. Der ist angebaut in den Sauger. Der braucht natürlich keinen Platz in der L-Box. Genau. Ein wichtiger Punkt meiner Seite noch. Die Zubehör außer Sack und Beutel sind gleiche wie für M-Klasse oder L-Klasse Sauger. Man sollte auf alle Kosten vermeiden, diese Zubehör mit einer H-Klasse Sauger benutzen und dann die gleiche Zubehör mit einer M- oder L-Klasse Sauger benutzen. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Georg, hat wieder Spaß gemacht, mit dir einen Staubsauger zu präsentieren. Ganz meinerseits, Philipp, überzeugend präsentiert. Ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen antworten. Falls nicht, bitte schreibt in den Kommentaren. Ansonsten gebt uns einen Daumen hoch und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Genau. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für eure Zeit und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Outtakes. Aber Georg, warum brauchen wir eine H-Klasse Sauger? Ja, weil sämtliche krebserregenden... Ja, danke schön. Also, wir laufen durch. Ordentlich verpackt, setzen wir auf den Sauger drauf. Ja, das L-Box-Haltesystem und Klicksystem wegmachen.